Erstmal wünsche ich euch einen wunderbaren ersten Advent und herzlich willkommen zu eurem Reisemagazin. Heute wird es erst ein bisschen sportlich beim Triathlon. Danach Weltreisebilder, ganz, ganz großartig, mit Wahlen versprochen. Und zuletzt gibt es Köstlichkeiten, eine neue Rubrik. Viel Spaß! Unser General Manager Harriet und Entertainment Manager Tobi haben gemeinsam beschlossen, dass sie mal einen Triathlon durchführt, aber einen Triathlon der ganz, ganz, ganz besonderen Art. Und besonders in der Vorweihnachtszeit, wenn es so viel Kekse gibt und heute am ersten Advent ganz besonders, ist das eine Herausforderung. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier im Geiranger Fjord und herzlich willkommen zum Aida Bella Triathlon. Es treten gegeneinander an unser General Manager Harriet gegen unseren Entertainment Manager, den Tobi. Harriet, wie planst du, heute Tobi schlagen zu können? Na, die Tatsache, dass ich fitter bin als er, sollte ausreichen. Das ist mal eine Ansage. Tobi, wie möchtest du dagegen halten? Das ist der Überraschungseffekt tatsächlich. Jeder erwartet natürlich einen Sieg von Harriet und sie ist meine Chefin. Ich müsste sie eigentlich gewinnen lassen, aber das werde ich natürlich nicht tun. Ich werde heute alles geben und ihr mal die Spur einstellen heute. Ja, wunderbar. Das heißt, es wird definitiv spannend. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Disziplin 1 in unserem Geiranger Triathlon ist das Treppenlaufen. Gewonnen hat derjenige, der zuerst oben an der Treppe angekommen ist und entscheidet damit die erste Runde für sich. Harriet, Tobi, seid ihr bereit? Dann kann's losgehen. Auf die Plätze, fertig, los! Tobi liegt vorne und Tobias gewinnt! Erste Runde geht an unseren Entertainment Manager Tobias Grade. Herzlichen Glückwunsch, Tobias! Ja, Fair Play. Tobi, komm her. Wie geht's dir? Fertig. Fertig, war anstrengend? Mega anstrengend, mach's doch mal selber. Nee, das kannst du vergessen. Aber wir haben ja noch zwei weitere Runden, die vor uns liegen. Erste Runde geht an Tobi. Nachdem die erste Runde an unseren Entertainment-Manager, den Tobi, ging, geht's jetzt weiter zu Runde 2, und zwar Fahrradfahren. Gewonnen hat der oder diejenige, die als erstes oben angekommen ist und sichert sich damit den Sieg in Runde Nummer 2. Harriet, Tobi, seid ihr bereit? Wunderbar, dann gebe ich das Startzeichen. Auf die Plätze, fertig, los! Und da kommen sie schon, unsere beiden Kontrahenten. Tobi liegt gleich vorne, aber Harriet holt auf. Wir warten auf die beiden Kontrahenten im Ziel und das sieht nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Harriet liegt ein bisschen weit nach vorne, das ist der Sieg für Harriet. Harriet, woran hat es gelegen, dass es doch so knapp war? Ich weiß nicht, es war wirklich so knapp, aber ich bin einfach nur fertig und so glücklich. Das kann ich verstehen. Tobi, leicht angefressen oder? Nee, ich gönne den Sieg natürlich, das ist absolut verdient, aber es war echt knapp. Das war knapp. Das haben wir gesehen. Jetzt wird sich alles bei unserer dritten Aktion entscheiden, hier im Geiranger Triathlon. So, wir sind bei unserer dritten Challenge des Tages angekommen im Geiranger Triathlon. Die beiden hinter mir machen sich schon fleißig warm. Es geht um Stand-Up-Paddling. Tobi, Harriet, seid ihr soweit? Ja! Da war es fast schon passiert. Auf die Plätze! Fertig! Paddeln! Auch Tobi hat jetzt bereits angeschlagen. Jetzt geht's drum zu wenden. Oh, das sind Algen. Tobi, ich bin aus. Kannst du noch? Oh, Tobi holt auf. Gib Gas, Harriet, gib Gas. Ja, aber das gibt's doch nicht. Es ist ein Endkampf. Harriet, ich hab dich nicht gefunden.
Was für ein Fotofinish, meine Damen und Herren. In der letzten Disziplin ging der Sieg erneut an Harriet. Damit herzlichen Glückwunsch zum Gesamtsieg des Geiranger Triathlons. Auch von Tobi natürlich. Tobi, dir herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Auch der erste Verlierer genannt. Wir haben natürlich was für euch vorbereitet. Wunderschöne Pokale. Viel Spaß damit. Könnt ihr euch ins Regal stellen und damit an diesen tollen Tag erinnern. Jetzt aber, ihr seid eben schon nicht nass geworden. Wir haben da für euch Sekt vorbereitet. Ganz viel Spaß. Dankeschön für diesen tollen Tag. Das war knapp, Harriet. Ich denke, das riecht nach einer Revanche. Tobi wird sich was einfallen lassen. So, und jetzt gibt es sonnige Bilder von der Weltreise, von der Osterinsel und von der Robinson Crusoe Insel. Ich wünsche euch viel Spaß. Eigentlich aus wie bei uns. In den Alpen. In den Alpen. Nur, dass unten das Meer ist statt einem Gebirgssee. Aber es ist trotzdem, ja, ich kann mir vorstellen, dass es genau die richtige Insel ist, um abzutauchen. Herzlich willkommen auf den Osterinseln und viel Spaß bei Ihren Entdeckungen. Und jetzt haben wir uns für euch was ganz Neues ausgedacht. Und zwar werde ich meine Kollegen auffordern, egal in welchem Hafen sie sind, immer Köstlichkeiten für euch zu finden. Und ich mache hier mal den Anfang mit wunderbaren Köstlichkeiten von Madeira. Leckereien der Welt heißt unsere neue Rubrik. Und heute bin ich auf Madeira in Funchal. Und ihr werdet es nicht glauben, tada, nata. Und das werde ich jetzt für euch hier live und in Farbe testen. Also man muss das hier probiert haben. Ein Blätterteig mit einer zarten, puddigen Füllung. Ups, großartig. Wirklich großartig. Man darf diese Stadt, diese Insel nicht verlassen, ohne mindestens eins davon gegessen zu haben. Ehrlich. Und wenn ihr mehr wissen wollt über Köstlichkeiten und wo es die überall gibt in unseren Häfen oder wenn ihr überhaupt irgendwas wissen wollt über uns, dann geht ins nächste Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten in Mauritius und fahren als erstes nach La Réunion und zu den Seychellen. Die nächsten Ziele sind Antsiranana und Nosy Be in Madagaskar. Wir machen noch Halt in Toamasina und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Mauritius. Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche, heute mit wunderbarer Musik. Boy George und Culture Club sind in dieser Woche in Berlin. Und da haben wir uns gedacht, komm, das packen wir auch über die Bilder rüber. Bitteschön. Come a chameleon, you come and go.
colors were like my dream. Red,